die über alle Grenzen, Gemeindegrenzen, Parteigrenzen, Mediengrenzen hinaus vereint und zusammenführt, die Referenz erweisen. Und drittens will ich einmal öffentlich erklären, nachdem wir schon des Öfteren gefragt worden sind, wechselseitig, ob wir irgendetwas miteinander zu tun haben, öffentlich erklären, ja und nein. Ja, wir haben etwas miteinander zu tun, beruflich, in Form von Kulturgenuss, nein, in jeder anderen von Ihnen möglicherweise unterstellten Form ganz eine klare Sache. Aber trotzdem, trotz vieler Termine hergekommen ist, ist, dass ich einen Begriff, der jetzt in diesen Tagen sehr oft verwendet wird, Ehre, Verpflichtung, nachgekommen bin. Ich denke, ich war der Erste, der eine Einladung bekommen hat, der mal gefragt worden bin, es wäre doch schön, wenn der Peter Kaiser zu Anna-Maria Kaiser ihrer Buchpräsentation käme. Das war schon im April dieses Jahres, bei der ersten Pressekonferenz, die ich als neu gewählter Vorsitzender abhielt. Und ich habe zugesagt, nicht wissend, dass es der 9. Oktober werden wird, nicht wissend, wie viele Veranstaltungen an diesem Tag sind. Aber letztendlich habe ich mir gedacht, auch wenn ich jetzt zwischen zwei Orten hin und her rase, jetzt wieder runter nach Ebental, dann wieder rauf nach Gutaring, das ist die Anna-Maria wert, weil sie einfach vielen von uns Mut, Zuversicht gibt, weil sie Dinge aus dem Leben heraus für das Leben an uns weitergibt. Und das ist einfach etwas, was mir allzu oft in dieser Gesellschaft fehlt. Und ich möchte eigentlich abschließend dich selber aus meiner Stimme etwas sagen lassen. Ein kleiner Rat, den ich zumindest von dieser Veranstaltung, die ich leider jetzt gleich wieder verlassen muss, mitnehme, den ich aber in mir selber mit bewahren möchte. Aus dem Gedicht ein kleiner Rat, die dritte Strophe. Sei stets voller Zuversicht. Beweise Kraft und Mut, wer immer fest im Leben steht, für den wird alles gut. Du stehst fest im Leben, wir werden es dir gleich tun und dann werden wir manche gemeinsame weitere Buchpräsentation erleben. Alles, alles Gute und jetzt darf der Kaiser die Kaiser noch mal küssen. Wie du weißt, sehr gerne gekommen und auch die Grüße und die Glückwünsche des Kaiserlings und freue mich schon auf das nächste Buch in einem Jahr. Seinen vom Tau frischen Gras, meine Fürstlein uns geht alle los. Und ob seinen vom Tau frischen Gras, meine Fürstlein uns geht alle los. Alla Redia, bom, da, da, bom, da. Ja, bei uns da hin kann, ist das Singen da. Da steht das Titelbild vorne. Das hat der Hans Kopatsch aus Leobersdorf gemalt. Ich habe den Titelbild unterm Regenbogen, weil ich es gern bunt habe. Ich habe mein Leben jetzt bunt zu. Und der Regenbogen spannt sich über Form, über Landschaft, über Schicksale und verleitet zum Träumen. Also unter dem Regenbogen kann man alles. Ich hoffe, das Buch wird euch allen gefallen und möge es auch Sitzung geben. Herzlichen Dank. Denn er muss seinen Schmerz ertrinken. Einen Haufen Gold hat er verloren. Daran will er einfach nicht mehr denken. Ein anderer Gast sitzt zu ihm zu und lässt vom Otter sich erzählen, warum er sich einen Rausch antrinkt, was ihm so derartig tut quälen. An der Börse habe ich spekuliert, sagt der Otto voller Gram. Und weil mein Gold verloren ist, traue ich mich nicht einmal mehr heim. Der Gast hat Mitleid und will trösten. Er sagt, das wird schon wieder werden. Das Gold ist schließlich nicht verloren. Das tut ja leider einen anderen Herrn. Eigentlich heute ein ganz besonderer Tag, eine besondere Ehre. Eine Ehre für unsere gesamte Familie, wenn ein Familienmitglied das 11. Buch präsentieren kann. Und normalerweise gehört hier schon eine kleine Laudatio gemacht. Aber ich werde darauf verzichten, weil in diesem Buch, in diesem Vorwort, steht eigentlich das alles drinnen, was in einer Laudatio über Sie geschrieben wird.
Finger, das ist nicht erlogen. Das Beste, der du was rausgebracht hast, das ist unterm Regenbogen. Bitte setzt mir ein, in Zukunft noch genauso lieb zu mir. Danke.